Herzlich willkommen bei Jackknife auf dem Kanal. Sag mal, mit meinem Schako, komm mal her. Hier, her. So, heute möchte ich mich erstmal herzlich bedanken bei Big Paddy für seinen Einsatz, dass wir ein Pass-Around zum Thema Muela Rhino, das neue Micata Rhino. Und das ist zu mir gekommen. Entschuldigen möchte ich mich, da ich es nicht schaffe, vor Weihnachten jetzt noch ein Reh zu schießen. Ich wollte es jagdlich testen. Was heißt testen? Ich hätte damit was aufgebrochen, gezeigt, dass das damit auch geht. Das Rhino, ich habe es bekommen. Hier ist das Rhino. Guckt es euch an. Na, ist das drauf? Ja, es ist ein Preiskracher. Es ist im Moment, glaube ich, das angesagte Messer. Viele mögen es leiden. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, die Muela-Jungs haben hier ganz fies in die Kiste gegriffen, um bestimmte Dinge nahezulegen. Na, so. Ja. Um bestimmte Dinge, die eigentlich immer so ein Haben-Wollen-Reflex erzeugen. Micata, dann haben die hier so ein schönes mit einer Textur, das ist irgend so ein G10-Material, glaube ich, und dann mit gefrästen Riffeln drinne, breite Klinge, also es ist eine sehr breite Klinge, ich glaube, die hat fast 4 cm. Breite Klingen sehen immer schöner, die haben was Deftiges, das ist, macht mehr her als eine dünne, schmale Klinge. Und dann haben sie hier das gut mit schwarzer Fiber hinterlegt, eine kleine False Edge rangeschliffen. Das Messer ist ein guter Viertelzöller, Vierzöller, also 10 cm hat die Klinge. Also alles genau das, was viele mögen. Nun muss man sagen, das ist ein Brocken. Der Kasten hier wiegt nackig 240 Gramm. Das ist ein Messer, das hat echt Format. Also es sind fast irgendwie, ich glaube, 5 mm Rückenstärke. Dieses Messer ist aus Sandvik 12C28N. Ich habe damit vorhin das Messer noch übers Leder gestrichen. Und beim Lederstreichen, wenn man das so rüberstreicht, merkt man, wie schnell es Schärfe annimmt. Und das tut es schnell. Heißt aber auch im Gegenzug, dass der nicht ganz so stabil ist. Zu der Thematik überhaupt, leicht wieder nachschärfbar nochmal. Mein Ansatz ist, wir leben 2012, es gibt solche tollen Sachen wie Diamantschärfer, so ein DC4, damit kriegt man selbst härteste PM-Stähle kriegt man wieder scharf unter Feldbedingungen, Rasierklingen scharf, also es ist ganz einfach. Wir haben heute, wir gehen ja nicht mehr unvorbereitet in den Wald, man hat allen Sheet mit. Von daher kann man sagen, dass das hier, in Anbetracht des Preises ist das angemessen, aber es ist auch nicht der Kracherstahl, wo jetzt alle sagen, hui, da gehe ich vor in die Knie. Nein, das ist es nicht. Der ist auch weich. Der ist leicht wieder nachschärfbar und leicht wieder nachschärfbar heißt auch schneller stumpf. Und heutzutage DC4 dabei oder DC3 noch kleiner, damit kriegt man es genauso hin. Geht man in den Wald oder fährt auf eine Tour, das Ding wiegt irgendwie da 30 Gramm, legst du dir in den Rucksack, damit kriegst du jedes Messer wieder scharf. Also diese ganze Thematik, dass das leicht wieder nachschärfbar ist im Feld und für Survival, den packst du dir in eine Hosentasche. Du läufst doch sowieso nicht in einer Badehose im Wald. Also ist doch gar kein Thema heutzutage mehr. Also die Thematik leicht nachschärfbar ist aus meiner Sicht totaler Schwachsinn. Das braucht man nicht mehr. Wir haben eben tolle Mittel wie so Diamantplatten und so weiter, die man einfach mitführen kann. Also dieser Stahl nimmt sehr, sehr leicht die Schärfe an. Das waren 3 Streiche übers Leder und das war rasierklingenscharf, das Messer. Ich habe, was mir denn gleich aufgefallen ist, ich baue ja Messer. Und wo ich dann immer gucke, so, guck's mal eben hier so am Rand. Das da. Ne? Nun geh hier, zeig mal. Ich habe hier extra ein Papier mitgenommen. Nee. Wo war's? Hier war's. Kleinen Moment. Da passt mal eben ein ganzes Stück Papier durch. Hier haben sie mal
ganz fix schnell geklebt mit wenig Epoxy oder die nehmen viele, nehmen heutzutage auch in der Produktion wird Superkleber genommen, weil es schneller geht. Ja, da passt ordentlich was rein an Papier und da läuft auch ordentlich bei der Jagd Schweiß unter. Und es wäre jetzt toll gewesen, die anderen werden sicher alle gut geklebt sein, aber dieses ist dann, sagen wir mal, ein Montagsmodell. Hinten Aluminiumhülse ist auch nicht so der Hit, das ist sehr weiches Aluminium. Das sind auch Aluminiumbolzen, das ist auch nicht so der Hit aus meiner Sicht. Und ansonsten ja, schwarze Fieber unterlegt, der Griff liegt gut in der Hand, aber es ist eben Brocken. Und was man nicht vergessen darf, dieses Messer ist als Jagdmesser gedacht, vielleicht auch als kleiner Verteidiger. In der Bushcraft-Szene wird dieses Messer viel Anklang finden, aber es ist kein Bushcrafter. Hohlschliff hat es, einen leichten Hohlschliff auf einer großen Kontaktscheibe geschliffen. Dieses Messer, ich habe hier meinen Ast abgeschnitten, hat auch gut Wucht, 240 Gramm, da sitzt was hinter, da kannst du hacken mit, das geht auch. Es ist sehr stabil. Das ist Grünholz hier. Ich fasse gern so an und dann fehlt mir, dann bin ich hier schon wieder raus. Also ich muss jetzt in Foregrip gehen, den Scheuel benutzen, um zu schneiden. Es schneidet gut, aber dieser Scheuel ist eher aus meiner Sicht so ein Designmacher. Der bringt bei diesem kurzen Messer nichts. Man hätte den Griff einfach einen Tick vorziehen müssen, dann wäre es besser gewesen. Das Messer an sich musst du mal in Vorgriff gehen, damit du ordentlich Druck und Kraft aufwenden kannst. Es schneidet, es schneidet sehr gut. Also, das ist ein Messer aus meiner Sicht, was sehr, sehr hübsch ist, was auch die meisten sehr befriedigen wird. Es ist sehr schwer. Es ist aus meiner Sicht zu breit für allgemeine Anwendung für Bushcraft, weil man eben auch nicht so gut in der Klinge reindrehen kann, weil dafür ist wieder diese Klinge zu breit. Er will, ne, da möchte man ein bisschen schmalere Klinge haben. Es ist, hat Top-Materialien. Ich habe hier noch Lederscheide, die ist hinlänglich bekannt. Sie ist gut gemacht, mit Druckknöpfen zusammengesetzt. Hier ist so eine für Cross-Draw-Trageweise ist noch so ein Riemen drauf. Leider ist das Ding auch, man hätte noch einen Riemen hier draufsetzen können, dann wäre das Ding auch für beidhandige Nutzung, für Linkshänder auch brauchbar. Ich bin Linkshänder, achte da immer drauf. Deswegen mache ich über, bin ich zum Lederscheiden und Messermachen gekommen, weil ich Linkshänder bin. Das ist auch noch so ein Ding. Weil irgendwann war ich es leid, woanders Messer Lederscheiden zu bestellen für meine Messer. Ansonsten, ja, das ist ein Trumm. Das ist ein ganz schön gewichtiger Haufen. Mir wäre das zu viel. Ich trage das nicht mit mir rum, weil diese Scheide ist mir zu viel, zu breit. Aber sie ist gut gemacht und das ist, man muss immer wieder sagen, ich glaube, das kostet jetzt 89 Euro. Ich habe nicht mehr nachgeguckt, aber das ganze Messer kostet 89 Euro mit einer so einer schön gemachten Lederscheide, mit einem tollen Mikata-Griff, mit einem vernünftigen, zwar kein High-End-Stahl, aber vernünftigen Gebrauchsstahl. Eine tolle Form. Und es hat aber eben, das ganze Messer ist auf Eindruck gebaut. Es ist nicht auf Funktionalität gebaut. Das Messer ist so gebaut, dass es hübsch ist. Aber man wird es hier draußen, man kriegt ja keinen Krebs, wenn man das hat. Man wird eher froh sein, wenn man irgendwie draußen wäre und man braucht ein Messer und man hat es dabei. Aber es hat auch eben funktionelle Einbußen durch zu breite Klinge, also zu hohe Klinge. Und dieser Scheuel, der ist meines Erachtens komplett überflüssig. An einem 10 cm Messer ist das einfach hier wieder ein Zentimeter verschenkte Klinge, mindestens ein Zentimeter verschenkte Klinge, sodass man nur eine effektive Klingenschneidenlänge 9 cm hat. Und das ist für so ein 240 Gramm Messer ganz schön viel verschenkt. Mir gefällt's. Kaufen werde ich es mir aber nicht. Es war gut, einen Eindruck davon zu kriegen übers Passaround.
wie gesagt, es gefällt mir wirklich außerordentlich. Dieser Makel an dem Montagsmesser hier wird sicher an den anderen nicht sein. Daher Muela produziert die in rauen Mengen. Die werden bestimmt alle gut sein. Aber das hier hat es eben. Tipp, einfach hier ein bisschen Superkleber rein, mit der Zwinge fest und dann mit Aceton sauber machen. Dann ist das auch wieder verbuggt an den Besitzer, an Big Paddy. Ja, nochmal vielen, vielen Dank fürs angucken dürfen. Ich schick's jetzt weiter und bis denn. Frohe Weihnachten.